die 24 Lukas Schuster, die 25 Sebastian Mehr und mit Rückennummer 30 Daniel Di Leo. Ja, und als Schiedsrichter der heutigen Begegnung begrüßen wir aus Böblingen Herrn Schiedsrichter Manuel Hellwig. Ja, liebe Zuschauer, jetzt hoffen wir, dass es einen großartigen Applaus gibt. Der FV Ravensburg pflegt ja bekanntlich die nachbarschaftlichen Beziehungen und wir haben uns zum Ziel gesetzt, Jugendmannschaften einzuladen, die dann mit der Oberligamannschaft einlaufen dürfen. Heute haben wir zu Gast hier im Ebra-Stadion die E-Jugendlichen der TSG Eilingen und da gibt es mal einen riesen Applaus für die Jungs. Ja, und die 22 Jungs, die heute da sind, sind zusammengesetzt von der E1 bis zur E3. Und die E1 und die E2, die haben jeweils den dritten Platz in der abgelaufenen Quali-Staffel jetzt erreicht, von insgesamt jeweils 8 Mannschaften. Und die E3 hat den vierten Platz gemacht. Dazu Glückwunsch an euch alle. Und eines ganz besonders, die Info für die Jungs, eure beiden Trainer, Ralf Lanz und Martin Michel, die sind ganz stolz auf euch, weil insgesamt seid ihr nämlich 33 Jungs und ich glaube auch Mädels sind auch dabei und es sind in aller Regel immer alle im Training und das ist ein Riesenapplaus wert. Danke euch, dass ihr heute da seid, auch den Eltern aus Eilingen, dass ihr heute unsere Gäste sind. Herzlich willkommen im Ravensburger Ebra-Stadion.